Herzlich willkommen hier in der Marktgemeinde St. Peter Mottersbach. Sie befinden sich heute hier bei unserer neu gestalteten Marktplatz, bei unserer neuen Gemeinde. Als Bürgermeister dieser Gemeinde kann ich Ihnen sagen, haben wir 200 Klein- und Mittelbetriebe, die was großartige Arbeit in diesem Vulkanland leisten. Herzlich willkommen da bei uns am Weinhof Rauch in St. Peter Mottersbach. Wir sind ein reiner Familienbetrieb, was sich hauptsächlich auf Weinbau spezialisiert hat, wobei wir nicht nur Weine produzieren, sondern auch Zigarren, also Tabak aus Österreich, und auch Edelbrände sowie den Gin, was da setzt. Wir sind da am Tabakfeld vom Weinhof Rauch, das einzige Tabakfeld in Österreich. Und man sieht schon, wie jetzt blüht der Tabak. Und aus dem Tabak entsteht eben die einzige Zigarre, was zu 100% aus Österreich kommt. Besuchen Sie uns am Weinhof Rauch. Sie sind herzlich willkommen. Wir freuen uns immer, wenn wir Gäste begrüßen dürfen. Sie sind herzlich willkommen. Ich begrüße Sie recht herzlich hier am Weinhof Reichmann in Kühneck in der Marktgemeinde St. Peter Mottersbach. Wir sind ein Familienbetrieb und bewirtschaften 6 Hektar Rebfläche. Wir haben das typisch steirische Sortiment im Angebot, beginnend mit dem Welschriesling über den Weißburgunder Sauvignon Blanc bis hin zu den Rotweinen. Wir haben einen sehr hohen Rotweinanteil am Betrieb. Das ist geschuldet dem Boden. Hier in St. Peter gibt es sehr tiefgründige, lehmreiche, schwere Böden, die natürlich für die Burgundersorten, aber auch für die Rotweinsorten perfekt sind. Und deswegen werden diese Sorten bei uns auch sehr stark angebaut. Wie gesagt, wir sind ein Familienbetrieb, haben unsere Weingärten hier in Kühneck und Umgebung und bewirtschaften diese Flächen sehr sorgsam und im Einklang mit der Natur. Ich möchte Sie recht herzlich begrüßen als Tourismusverantwortliche Maria Riedl-Baumann. Wir befinden uns jetzt auf der Weinwarte im Weindorf St. Peter am Ottersbach, wo man nicht nur wandern und Radfahren kann, sondern es bieten sich auch gute Übernachtungsmöglichkeiten mit den Steirelofts von Andreas Gavelier und Urlaub am Bauernhof. Ich möchte euch recht herzlich begrüßen auf unserem Erlebnisbauernhof Neuhold. Wir sind ein kleiner, familiärer Betrieb mit 9,5 Hektar. Wir sind ein Familienbetrieb in 3 Generationen. Meine Eltern, ich mit meinem Mann und 2 Kindern. Unser Erlebnisbauernhof ist ausgerichtet für Familien mit Kindern. Wir versuchen, den Kindern das Landleben näher zu bringen. Wir haben 2 Milchkühen. Da haben die Kinder die Möglichkeit, zu den Kühen hinzugehen, gemeinsam mit mir oder mit dem Günther die Kühe zu melken. Sie können auch die Milch probieren zu kosten. Dann erkläre ich den Kindern, was man alles mit der Milch machen kann. Wir versuchen so gut wie möglich bei unserem Frühstücksbuffet selbstgemachte Produkte zu produzieren. Die Kinder können auch mit bei dem Brot packen. Dann haben auch die Kinder die Möglichkeiten, bei uns mitgehen, natürlich in den Stall, zu den Tieren füttern, Hasen füttern, auch zu den Schweinen. Speziell unser Betrieb ist auch ausgerichtet, dass die Stadtkinder bewusst das erleben können, die Natur. Es ist nicht mehr selbstverständlich, dass man die Vögel zwitschern hört, den Kuckuck rufen hört, auch im Wald. Dass man es in der Stadt alles nicht erleben kann. Auch Gemüse haben wir ganz viel. Die Produkte, was auch hier wachsen, kommen natürlich auch her auf den Frühstückstisch. Ich lade euch recht herzlich ein, zu uns zu kommen. Mein herzliches Grüß Gott hier in der Ottersbachmühle. Wir befinden uns in einer 500 Jahre alten Mühle. Die erste urkundliche Erwähnung war 1650 im alten Zeughaus in Rackersburg. Wir stellen da in dieser Mühle 2 Mühlenzeitepochen da, und zwar die Steinmühle hier rechts von meiner Seite. Das ist eine alte Steinmühle und im ersten Stock oben eine Kunstmühle. Die Kunstmühle, das sind Walzenstühle, die bis 1976 betrieben geworden sind. Die Mühle hat ca. 1150 Quadratmeter Nettofläche. Im Erdgeschoss haben wir ein Restaurant. Im ersten Stock können wir Hochzeiten, Geburtstagsfeiern, Taufen ausrichten. Im nördlichen Teil der Mühle haben wir eine museale Ausstellung. Die geht vom ersten Stock bis in den Spitzborn rauf. Und da kann man das alte Mühlenhandwerk und Geräte besichtigen. Im zweiten und dritten Stockwerk haben wir die Ausstellung Eigenart. Ich bin die
seit mittlerweile 4 Jahren die Obfrau vom Verein Eignert. Wir haben heuer das 20-Jahr-Jubiläum. Wir haben ganz klein angefangen mit 4 Personen. Ja, und durch den Erfolg unserer Handarbeiten und es so gut vom Publikum angenommen wurde, haben wir immer wieder erweitert. Wir sind mittlerweile bei ca. 60 Mitgliedern, die der Verein umfasst. Wir produzieren Handarbeiten, Kunsthandwerke, Keramik, Pölster, Stoffdrucke, handgeschöpfte Seifen. Also unsere Mitglieder sind da sehr kreativ. Wir möchten alle herzlich einladen, unsere Ausstellungen zu besuchen. Rund um die Mühle haben wir Ramanderwege, Radwege, Gehwege. Auf der Ottersbachseite haben wir ein altes Wasserrad mit einem Durchmesser von 5 Meter, mit einem Gewicht von 4,8 Tonnen. Und auf der Nordseite, das ist der Zufluss, ist eine Wehranlage. Das ist eine Zahnstangenwehr aus Graz-Weinzeutel, die wir oben abgebaut haben in Graz und hier wieder aufgebaut. Zum Schluss lade ich recht herzlich in die Ottersbachmühle ein, um die alten Mühleninstrumente und die Ausstellungen hier in der Mühle zu besichtigen. Ja, ich bin der Josef Fuchs, der Porträtschnitzer in St. Peter am Ottersbach. Und wir haben früher eine Fassbinderei gehabt und habe angefangen zum Felsenschnitzen. Und dann mit der Zeit hat sich das so entwickelt, bin ich draufgekommen, dass ich das Porträtschnitzen beherrsche und mache eigentlich jetzt nur mehr Porträts. Für ewige Jubilare, verdiente Gemeinde, Bürger, Politiker und so weiter, also in Lindenholz. Es zahlt sich aus, in diese wunderbare Marktgemeinde zu kommen und hier gewisse Tätigkeiten zu machen, wie zum Beispiel Radfahren, Wandern oder auch die Kulinarik zu genießen. In diesem Sinne freue ich mich schon auf Ihren nächsten Besuch, bedanke mich recht herzlich, dass Sie diese wunderbare Marktgemeinde besuchen. Musik